So, hi Dennis. Du wolltest ja wissen, was wir uns für 1 Million Payback-Punkte im Autobereich holen würden. Meine Frau meinte erstmal gleich eine schwedische Grillhütte, aber die lässt sich ja so schlecht mit auf Bushcraft-Tour nehmen. Was würde ich nehmen? Gute Frage. Auf jeden Fall mein komplettes Geschirr für den Autobereich in Titan. Sprich, nicht nur den Spork, sondern auch Töpfe, Tassen, alles, weil das ist ja der Hammer, das ist so übertrieben leicht. Guck, wo mein Hund ist. Okay. Das auf jeden Fall, dann würde ich mir ein Kajak holen. Welches weiß ich noch nicht, aber die kosten ja auch dementsprechend. Weil es auch übelst Spaß macht, so ein Kajak. Dann habe ich letztens gesehen, hier auf YouTube, einen Titan-Hobo, der gleichzeitig als Heizung dient. Also das ist wie so ein. Ja, sieht aus wie so ein Heizkessel oder so mit einem riesen Rohr, das man aus dem Tarp raus oder aus dem Zelt rausragen lassen kann. Alles aus Titan und den kann man halt drin benutzen zum Beheizen, also echt super. Ja, dann Custom-Messer würde ich ganz viele mir holen und ja. Zurzeit bin ich ein bisschen auf dem Titan hängen geblieben. Also Titan ist eine coole Sache. Nur leider teuer, aber mit 1 Million Punkte, das kriegt man halt geschenkt. Jo, ich hoffe, es reicht dir als Antwort erstmal. Ich bin jetzt hier gerade beim Dassi gehen mit meinem Hund, meinem neuen Anzug testen und ein paar Videoantworten fertig machen. Also, man sieht sich dann hoffentlich jetzt demnächst in Wolterding. Da hat es ja gesagt, du kommst Samstag vorbei mit deinen Kids. Ich freue mich drauf und dann bis bald, euer Buschkraft-Dieten.